Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute haben wir eine feste Themennacht und das Thema heißt Hinter verschlossenen Türen. Ich möchte euch fragen, was bei euch hinter verschlossenen Türen schon so alles passiert ist oder vielleicht sogar zurzeit immer wieder passiert. Das kann Gewalt sein, das kann extreme und bizarre Sexualität sein, das können geheime Vorlieben sein, das können auch peinliche Angewohnheiten sein. Was passiert bei euch, was ihr nicht gerne nach draußen geben wollt, was geheim ist oder was ihr vielleicht auch nicht nach draußen geben dürft. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de hinter verschlossenen Türen. Erster Anrufer ist die Astrid und Astrid ist 48. Guten Morgen, Astrid. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Hinter verschlossenen Türen, dazu hast du dich gemeldet. Genau, hinter verschlossenen OP-Türen, könnte man sagen, ja. Was ist, bist du Krankenschwester? Nein. Nein. Ich habe, als ich 14 Jahre alt war, ist mir mein rechtes Auge entfernt worden. Mhm. Warum? Und ich habe einen angeborenen grauen Star. Mhm. Und ich bin als Kleinkind circa 15 Mal operiert worden. 15 Mal am Auge? Ja, 12 Mal am rechten Auge und 3 Mal am linken Auge, weil sich diese Linsentrübung immer wieder nachgebildet hat. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, einen angeborenen grauen Star, wusste ich gar nicht. Ja. Und also 12 Mal bin ich am rechten Auge operiert worden und dadurch war das Auge so entstellt, also ich konnte auch nichts darauf sehen, dass man hat keinen Augapfel mehr gesehen, keine Pupille, das sah einfach nur noch aus wie so ein blauer Ball. Also wie so blaue, die Quallen, es gibt so blaue Quallen. Ja, so gibt es. Sah das aus. Genau. Mhm. Und du warst auf diesem Auge schon, kann man sagen, komplett blind? Ja. Ja, ich war komplett blind und ich hatte auch einen Überdruck auf diesem Auge und das hat auch ständig getränt und als Kind ist man dann ja auch, wird man dann auch noch angesprochen von anderen Kindern. Was Natürlich. Hast du denn da? Ja. Und so, ne? Und in der Zeit damals waren die Kinder noch vielleicht gnadenloser als heute. Genau. Ja. So, es ist dir mit 14 Jahren dann dieses Auge entfernt worden. Ja, das war mein eigener Wunsch. Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte das gerne raushaben, das Auge. Und dass der Horror war, dass sie mir das Auge entfernt haben, nur mit örtlicher Betäubung. Ach du lieber Gott. Weil meine Eltern vergessen hatten, irgendwie ist da ein Missverständnis passiert, meine Eltern hatten wohl nicht die Einverständniserklärung für die Narkose unterschrieben. Ja, aber dann fragt man doch nochmal nach oder verschiebt die Operation. Das ist ja grauenhaft. Das ist grauenhaft. Also hinter verschlossenen OP-Türen hast du den Horror erlebt. Ja, kann man sagen. Erzähl doch mal, wie hast du das denn erlebt genau? Also ich habe mich schon gewundert, ich sollte eigentlich ziemlich früh morgens drankommen, morgens um 8 Uhr schon. Mhm. Und immer wenn die Tür aufging, kam eine Krankenschwester rein, da bin ich schon hochgeschreckt in meinem Bett, weil ich dachte, ich komme jetzt in den OP. Mhm. Und dann hat sich das Ganze hingezogen bis 14 Uhr mittags und es kam ständig jemand rein. Und dann ausgerechnet an meinem Po musste auch noch eine Lernschwester üben, wie man irgendwie Beruhigungsspritzen gibt, ne? Mhm. So, man teilt sich die Pobacke in 4 Hälften und so. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Ja, und dann haben die mich in den OP geschoben und vollständig abgedeckt, bis auf das rechte Auge eben. Mhm. Du lagst ganz flach? Ich lag ganz flach im OP. Und ich habe gedacht, ich kriege jetzt eine Narkose. Mhm. Kriegte ich aber nicht. Ich kriegte also nur eine Spritze und zwar rechts seitlich zwischen den beiden Knochen, wo das Auge ist, genau. Das ist ja unglaublich, dass die das überhaupt gemacht haben. Dass die von sich aus nicht gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, wir müssen mit den Eltern sprechen. Wie ging es dann weiter? Dann hatten die das gesunde Auge auch abgedeckt oder hast du zugucken können quasi? Nee, das war abgedeckt, aber das linke Auge ist auch nicht gesund. Ich habe auf dem linken Auge auch eine hochgradige Sehbehinderung. Ah ja.
So, dann war dieses sehbehinderte Auge abgedeckt. Ja. Und wie ging es dann weiter? Hast du diese Schnitte, die haben das Auge rausgeschnitten, hast du die trotz örtlicher Betäubung gespürt? Ja, also es waren höllische Schmerzen, weil also Operationen am Auge selber führt man ja oft mit örtlicher Betäubung durch. Aber wenn man das Auge entfernt, die Augenhöhle selber kannst du nur vereisen, kannst du nicht betäuben. Ah ja. Mhm. Ich habe also, wie gesagt, eine Spritze recht seitlich zwischen die beiden Knochen gekriegt und eine Spritze unten ins Auge rein. Aber dann musst du doch wie am Spieß geschrien haben. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Du warst ganz tapfer und hast das... Ich habe ganz leise geheult. Ich konnte auch nicht mehr sprechen. Also irgendein Arzt hat da wohl meine Hand gehalten und mich immer gefragt, ob es mir gut geht. Und ich konnte gar nicht antworten, weil ich mal so heulen musste. Und wie lange bitte? Ja, es hat nicht lange gedauert, circa, ich denke mal, so eine halbe Stunde. Na, immerhin. Und ich habe alles gehört. Ich habe gehört, wie einer gesagt hat, gib mir mal eine andere Schere, die Schere ist zu stumpf. Mhm. Ich schneide jetzt den Sehnerv durch. Ich habe alles mitgekriegt. Und du hast während dieser halben Stunde permanent diese Höllenschmerzen gehabt? Ja. Und das müssen die doch gewusst haben, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Dass die das einem Kind, du warst 14 Jahre alt, dass die das einem Kind zugemutet haben, ist wirklich unglaublich, wenn man sich das heute vorstellt. Also ich habe auch heute noch Horror. Ich habe letztes Jahr eine ganz harmlose Operation gehabt. Da sind mir zwei Muttermale entfernt worden. Bei örtlicher Betäubung, da ist ja nun wirklich nichts bei. Mhm. Aber dadurch, dass ich dieses Erlebnis hatte und wo ich diese grünen Tücher dann noch gesehen habe, genau. Habe ich einen Horror. Glaube ich. Haben denn deine Eltern sich wenigstens hinterher beschwert, dass die Ärzte das so gemacht haben? Nee, die waren also auch völlig entsetzt. Wie die mich nachmittags besucht haben, hang ja mein Nachthemd, also kletschnass geschwitzt am Kleiderschrank. Mhm. Da haben die das erst mitgekriegt, die wussten das ja auch nicht. Gab es denn nochmal ein Gespräch zwischen deinen Eltern und den Ärzten? Nee, wohl nicht. Nee, man hat das war dann wohl alles... irgendwie ein Missverständnis. Und so. Niemand hat sich auch entschuldigt bei dir oder bei den Eltern? Nee. Nee, unglaublich. Gar nicht. Unglaublich. Das ist so ein Horror wie die Vorstellung, dass man während einer Operation, obwohl man eine Narkose hatte, doch mitbekommt, was man am Körper macht, was der Operateur am Körper macht. Solche Geschichten gibt es ja. Dass jemand in der Narkose liegt und die Ärzte gar nicht merken, dass die Narkose nicht tief genug ist und man kriegt alles mit. Solche Geschichten gibt es. Finde ich ganz, ganz furchtbar, die Vorstellung. Ja. Aber du hast es ja nun in ähnlicher Weise auch erlebt. Ja, zumal ich als Kleinkind, als die mich da 15 Mal operiert haben, da haben die mir für jede Voruntersuchung, für jede Operation und für jede Nachuntersuchung jedes Mal eine Vollnarkose gegeben. Wahnsinn. Und dann bei vielleicht der schwierigsten Operation oder gravierendsten Operation nur eine örtliche Betäubung. Mann, oh Mann. Ja, genau. Astrid, danke, dass du uns angerufen hast und uns die Geschichte erzählt hast, die dich dein ganzes Leben lang wahrscheinlich begleiten wird, die Erinnerung zumindest daran. Ja, die vergesse ich nicht mehr. Das glaube ich. Liebe Astrid, alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050, das ist unser Thema heute, nämlich hinter verschlossenen Türen. Ich möchte gerne mit euch reden, was hinter verschlossenen Türen oder vielleicht auch im übertragenen Sinne, wie wir es gerade gehört haben, hinter der verschlossenen Tür eines OPs, was bei euch alles geschieht, hinter vielleicht vorgehaltener Hand auch, was an Geheimnissen, an Parallelleben passiert, über das ihr nicht sprechen wollt oder über das ihr nicht sprechen dürft. Telefonnummer 0800 220 50 50. Manfred ist hier und Manfred ist 63. Hallo Manfred. Ja, Abend Jürgen. Abend. Ich möchte mal erzählen aus der Zeit von 1948 bis in die Beverein. Die Geschichte hinter verschlossenen Türen mit Heimen, wo auch niemand drüber spricht. Ach, in Heimen, in Kinderheimen meinst du? Ah, Kinderheimen. Das heißt, du warst in der Zeit in einem Kinderheim? Ich war 48 geboren und direkt in ein Heim mitgekommen. Ja. Weil damals die katholischen Ehepaare, die sich haben scheiden lassen, da wurden die Kinder sofort fortgenommen. Ach. Das war damals Standard. Da durften die Kinder nicht bei Mutter oder Vater bleiben? Nein. Das ist ja auch ein Ding, das wusste ich auch nicht. Und ich wurde mit meinem Bruder sofort dann in ein Nonnenheim gegeben nach Stolberg. Also da warst du wie alt? Null. Also die Eltern haben sich getrennt, nachdem du gerade geboren worden warst? Ja. Ja. Und ich bin dann als Säugling in dieses Nonnenheim gekommen. Wie viele Jahre warst du dort? 12 Jahre. Zwölf Jahre. Und dann ging es
nach Aachen zu Franziskanerbrüdern. Und das war auch dann wieder so für mich schlimm, aber da kommen wir später drauf. Kommen wir mal zu den Nonnen. Ja, das war die schlimmste Zeit. Warum? Weil die Nonnen haben Nächstenliebe, die in der Bibel steht, mit dem Stock verteidigt. Hm. Die haben nur Bambusröhrchen eingesetzt und haben uns als Kleinkinder damit geprügelt, bis wir jeck wurden. Und wenn du gebrüllt hast vor Schmerzen, dann haben diese dreckigen Himmelswanzen, Entschuldigung. Ja, aber du hast wahrscheinlich berechtigten Zorn. Ja, sind die hingegangen, haben gesagt, du kriegst so lange Prügel, bis du aufhörst zu brüllen. Hm. So, dann mussten wir mal lochen. Wir mussten die ganzen großen Räume, das waren Schlafsäle, das waren Aufenthaltsräume, das war eine Küche mit Essen, das war eine lange Flur. Das kann man keinem erklären. Das muss man gesehen haben. Musstet ihr Kinder putzen und sauber machen? Alles. Die schüttete nur Wasser über die Jütsch und dann musstest du da knien und alles aufnehmen und alles trocken machen. Da wurde wieder gewachst. Wie alt warst du da, als du damit anfangen musstest? Ja, mit 4. Mit 4 Jahren schon? Ja. Und da parierten die auch die 4-Jährigen schon, weil die Angst hatten. Und das Schlimmste waren die seelischen Foltern. Diese dreckigen, diese lieben, freundlichen vom Papst, die segneten Vollarschlöcher, die sind hin und haben uns, wenn eine Nonne gestorben ist, als kleine Kinder in einen voll verdunkelten Saal gestellt. Hinter verschlossene Türen stand sie stundenlang. Nur wenn du mal bockig gewesen bist. Verstehst du das? Wie, da musstest du mit der Toten zusammen da stehen? Da stand sie bei der Leiche stundenlang in der Ecke. Diese seelische Grausamkeit wünsche ich keinem. War die Leiche aufgebahrt? Konnte man die sehen? Nee, da war alles verdunkelt. Aber die lag offen, die Leiche? Offen darum, und ja, dann natürlich. Wurde das kleine Kind mit dieser Leiche in dem dunklen Raum eingesperrt? Ich stand mit der stundenlang im eingesperrten Raum, ja. Ist das heftig. Oder? Ah, ist das schlimm. Ist das schlimm? Doch, ist das schlimm? Jürgen, wenn wir Kartoffeln schälen mussten für viele, dann sind ja ein paar hundert Kinder gewesen, mit dabei ja auch so eine Förderschule bei für Haushaltslehrlinge und so weiter. Mhm. Und dann schälst du Kartoffeln mit Messer damals noch, da habt ihr Sparschäler nicht. Ja. So, und wenn die Schalen zu dick waren, dann kriegst du die, wie die Säue beim Bauer wurden, die warm gemacht, kriegst du die als Essen. Mhm. Da war Schluss, da tat sie nichts anderes, nur Kartoffelschalen. Waren in diesem Kloster kleine Mädchen und Jungen? Ja, gemischt, aber getrennt. Getrennt. Wir waren 3 Etagen jugendliche Kinder, männlich, und auf der anderen Seite mit Mauer getrennt. Wir hätten ja einen sexuellen Überfall machen können. Ja, ja, ja. Du sagst, ihr seid mit Rohrstöcken geprügelt worden. Wohin am Körper überall geprügelt? Überall. Musstet ihr euch nackt ausziehen? Musstet ihr euch nackt ausziehen? Ja, und hauptsächlich haben sie auf die Hände und auf den Popo gehauen und auf den Rücken. Das war grün und blau. Ne? Das heißt, deine ganze Kindheit bis zum 12. Lebensjahr war die Hölle, kann man das sagen? 21. Jürgen. Ja, aber bis zum 12. warst du ja erstmal bei den Nonnen, hast du das gesagt. Das war die Hölle, ja. Da gab es nichts Schönes. Du hast keine schöne Erinnerung? Nein. Gab es nicht eine Frau, das könnte man ja auch noch glauben oder hoffen, die gut war darunter? Nein. Nein. Wir hatten ja nur diese eine Nonne. Die hat uns begleitet Tag und Nacht. Ach so. Ach so, die für euch zuständig hatte war. Ihre Kapuze mitten in den Schlafsälen, war ein Raum abgetrennt, da war ein rechts Fenster, da wurde man beobachtet. Wir hatten zum Beispiel auch Kinder, die Probleme hatten mit Magen oder auch seelisch bedingt ins Bett machte. Da musste ich dann nehmen, das Kind aus dem Bett holen. Nachts musste ich wach werden. Wehe, ich wurde nicht wach, da gab es Klöppe. So, und wenn der ins Bett gemacht hatte, sollte ich den verhauen. Jetzt stell dir mal vor, da bist du 8, 9 Jahre und musst den hauen, nur weil der ins Bett gemacht hat. Furchtbar, furchtbar. So, dann haben wir die Nonne versucht zu verarschen mit dem Lineal, ne? Und haben auf die Wand geklopft und der sollte nur brüllen, und bis die Nonne uns erwischt hat, ne? Also vorstellen, da haben wir bei dir brüllt, nachts. Aber gab es von diesen Nonnen auch sexuelle Übergriffe an euch, Jungs? Nein. Das nicht? Das
sich. Die haben so viel rumgeprügelt vom armen Kind. Jesu heißt der Club. Kannst du vergessen. Unglaublich. Jetzt erzähl mal, als du 12 warst, bist du dann zu den Mönchen gekommen. Ja, da waren wir für die Nonnen schon zu bockig geworden. Was hast du bei den Mönchen erlebt, hinter verschlossenen Türen? Das waren Brüder, Franziskanerbrüder in Aachen. Ja. Guck mal, wir haben bei den Nonnen putzen, waschen, nähen, alles lernen müssen. Mhm. Ich kam zu den Brüdern und konnte Strümpfe stopfen, aber kein Fahrrad fahren. Mhm. So, ich konnte alles Mögliche, aber kein Schlittschuh laufen und so. Und dann kannst du dir vorstellen, dass bei so vielen Kindern, die das alles konnten, da hatte ich das Gelächter auf meiner Seite. Das glaube ich. Und den Spott. Ja, davon schwätze ich. Und dann war ich krank geworden, weil ich ein bisschen dicker bin wie normale Kinder. Ja. Dann saß ich natürlich beim Ordensvorsteher, der für den Kinderheim zuständig. Da wurde das Essen abgewogen. Mhm. Aber ich kann mich nicht beklagen. Bruder Letus war ein sehr guter, wenn auch ein bisschen lauwarm. Ja. Bist du denn von den Mönchen auch geschlagen worden? Nein. Nein, das nicht. Mönche haben die, also du sagst Mönche, das sind Brüder. Brüder, okay, von den Brüdern. Haben uns nicht einmal geschlagen. Mhm. Waren sehr gut im Kinderheim. Im Lehrlingsheim war es wieder anders. Mhm. Da war wieder so ein Schulmeister, der wieder meinte, er müsste alles Mögliche machen. Also, aber der hat uns nicht geschlagen, der hat uns nur bestraft. Also ist die schlimmste Zeit für dich die bei den Nonnen gewesen? Ja. Ja. Und dann kam ich da später in das tschechische Waisenhaus nach Köln. Ja. Und ich muss sagen, da habe ich dann einen Suizidversuch gemacht. Wie alt warst du da? 16. 16. Da hast du einen Selbsttötungsversuch gemacht. Ja, da hatte ich keine Lust mehr. Mhm. Nach dem, was du alles erlebt hast, das kannst du ja nicht in 10 Minuten erzählen. Nee, nee. Aber ich ahne schon, dass das alles sehr schlimm war. Das war grausam. Was war denn in dem Erziehungsheim am schlimmsten in Köln? In Köln bei den städtischen Waisenhäusern war doch kein Erziehungsheim. Ich habe nur keine Lust mehr am Leben gehabt. Mhm. Und dann haben sie mir Psychologen auf das Dach gehetzt. Drei Stück, die meinten, sie könnten alles besser wissen. Mhm. Also so Klugscheißer. Ja, verstehe. Und dann als Viertes, ich habe dann davor gesessen, ich habe keinen Ton gesprochen. Und dann kam eine Frau. Die hat dann gesagt, wenn du einen Wunsch hast, sag ihn uns. Hm? Dann werde ich dir den erfüllen. Da habe ich gedacht, du bist ja auch noch so eine Schwätztante. Hm. Ich sage, besorg mir einen Bernardiner und wir diskutieren weiter. Du glaubst nicht, die hat mir den besorgt. Was sollte sie besorgen? Ein Bernardiner, ein Hund. Ach. Ich liebe Hunde über alles. Die hat ihren Hund, siehst du, dann bist du auf den ersten guten Menschen gestoßen. Ja, da war der erste. Kann man so sagen. Ja. Sag mal, in all diesen vielen Jahren, haben sich denn deine Eltern nicht ein bisschen um dich gekümmert? Nein. Kamen die nicht zu Besuch mal? Gar nicht. Ich wollte es auch nicht mehr später. Hast du sie denn nie wiedergesehen später? Doch. Hellenthal in der Eifel. Ja. Aber ich möchte keinen Kontakt mehr. Leben die noch? Meine Mutter ja. Ah. Und meine Geschwister auch alle. Leben alle in Köln, sind alle Klugscheißer für mich. Und sind die Geschwister damals auch weggenommen worden von den Eltern? Nein. Nein? Weil meine Mutter wieder neu geheiratet hat und hat dann wieder neue Kinder gekriegt. Insgesamt sind wir 7. Ach so. Die zwei vom ersten Vater, sag ich mal so, ja, von dem August, die sind abgeschoben worden, weil meine Mutter die nicht wollte. Ah, verstehe. Es genauso verstehe. Aussah wie der Produzent. Ne? Den Produzent kenne ich aber nicht. Also Manfred, du hast natürlich recht, das kann man in 10 Minuten gar nicht erzählen. Aber ich glaube, wir haben einen Eindruck gewonnen, was du da mitgemacht hast. Und dass deine Jugend und deine Kindheit nun wirklich nicht schön waren. Und wenn du dann heute überlegst, dass die Blötzköpfe in Berlin sich wegen ein paar Mark 50 immer noch nicht einig sind. Du hast recht, ja, du hast recht. Diskutieren so lange, bis wir tot sind. Mhm. Weißt du? Also du meinst, wenn es um Wiedergutmachungsgelder geht, um Renten geht und so weiter. Ah ja. Ja, da hast du völlig recht, gebe ich dir recht. Die diskutieren so lange, bis der Arsch zu ist. Ja, aber ja, bitteschön, sollen sie so lange diskutieren, mir ist es mittlerweile egal. Ja. Aber du bist ein Hundefreund, das ist sehr schön. Ach, ich hätte gern einen, aber ich kann mir keinen erlauben. Ach, du hast gar keinen Hund im Moment? Nee, ich bin zu arm dafür. Und meine Freundin hat Fellallergie, ne?
Traurig, aber wahr. Ist deine Rente so niedrig, dass du dir keinen kleinen Hund leisten kannst? Nein. Aber der Hund kostet ja. Der kostet was, Steuer, ja. Der kostet Futter, ja. Kostet Pflege. Bisschen Hundesteuer und so weiter. Ja, ja. Und ich bin laufbehindert ein bisschen. Mhm. Und da wird es schwierig. Ne? Ja. Ach ja, Jürgen. Ach, Manfred. Schön, dass ich mal mit dir schwätzen durfte. Schön, ja. Alle Jahre, wo ich dich schon so höre. Schön. Ich bin in Hessen ausgewandert. Schön, oh. Schön, dass du durchgekommen bist. Und ich freue mich auch sehr, dass wir beide uns hier übers Telefon kennengelernt haben. Ja. Wünsche dir und deiner Freundin, du hast eine Freundin, hast du gerade angedeutet, wünsche euch wirklich von Herzen alles Liebe und von Herzen alles Gute. Danke, dir auch, Jürgen. Dankeschön. Tschüss, Manfred. Tschüss. Tschüss. Jacqueline ist hier. Jacqueline ist 30 Jahre alt. Ich muss, Jacqueline, Entschuldigung bitte, mir geht noch gerade was durch den Kopf. Ist es nicht unfassbar traurig, dass ein so netter Mann wie der Manfred sich keinen kleinen Hund leisten kann? Und wir reden von Politikerpensionen und Riesenabfindungen, wo das Geld den Leuten nur so hinterhergeschmissen wird. Und ich finde es unfassbar. Ich finde es unfassbar. Ja, das ist wirklich sehr traurig. Jacqueline, okay. Ja, ne? Ja. So, jetzt reden wir beide. Ja. Über das Thema hinter verschlossenen Türen. Genau. Was ist passiert bei dir oder passiert? Es passiert andauernd, und zwar bin ich eine sogenannte Mansharerin. Eine was? Mansharerin. Mhm. Also das englische Wort. Das heißt, ich verleihe meinen Mann regelmäßig an andere Frauen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Doch. Du verleihst deinen Mann an andere Frauen? Ja. Na, du bist mir aber eine Frau. Naja, es ist... Wie? Und was machen die dann? Sex? Ja, was sonst? Und wie oft, traurig, wenn nicht. Und wie oft verleihst du deinen armen Ehemann an andere Frauen? Naja, arm lassen wir jetzt mal so stehen, ne? Also es kommt ganz drauf an. Also wir gehen regelmäßig in Swingerclubs. Ja. Und es ist ganz unterschiedlich. Also manchmal sehen wir eine Frau, die uns beide gefällt, wo wir vielleicht halt versuchen, beide irgendwie Kontakt aufzubauen. Oder ich sag, Mensch, guck mal, die, geh mal hinterher, guck mal, was die macht. Ja. Und dann geht er halt mal gucken und entweder er kommt wieder oder er kommt nicht wieder. Ja, also auf jeden Fall, wenn er nicht wiederkommt, gehe ich auch auf jeden Fall regelmäßig gucken. Okay, das ist so im Rahmen des Singer-Clubs, das kann ich mir noch so vorstellen. Ich habe es gerade jetzt so verstanden, als würde bei dir eine Frau anrufen und sagt Jacqueline, ich hätte gern ihren Mann für 5 Stunden. Passiert das so auch? Nein. Nein, das nicht? Nein. So nicht, nein. Also läuft es immer im Rahmen des Swingerclubs? Größtenteils ja. Wir haben natürlich auch Freundinnen, mit denen wir uns privat treffen. Mhm. Das ist aber aus, ja, ich sag mal, aus Bequemlichkeitsgründen relativ selten, weil in der eigenen Umgebung, in der eigenen Wohnung musst du doch halt irgendwie immer alles selber machen. Du hast keinen Whirlpool, du hast keine Bar. Hast vielleicht Kinderfotos. Ja, genau. Aber im Swingerclub ist es so, dass jemand vielleicht dann sein Interesse bekundet, also eine Frau ihr Interesse bekundet. Und dann sagst du, ja, okay, sie können ihn haben. Gehen sie oder geh mit ihm in das und das Zimmer. Nee, eigentlich nicht. Also es ist mehr so, dass man zum Beispiel in einer Bar sitzt, dass man was trinkt, die anderen sitzen irgendwo anders. Man fängt an mit Augenkontakt. Dann gehen die beiden, also vielleicht ein Pärchen oder die Frau alleine irgendwie nach hinten in Richtung Mattenbereich oder in Richtung des Whirlpools. Und dann entweder geht man gemeinsam hinterher oder man schickt den Mann alleine oder man natürlich versucht man auch vielleicht mal an der Bar Kontakt aufzubauen, aber es ist halt schon so, naja. Okay, aber das ist ja so kein klassisches Verleihen, du verleihst in dem Sinne ja nicht deinen Mann, du gehst ja ein bisschen mit und guckst auch und... Ja, aber ich bin nicht immer aktiv dabei. Aber du besprichst das nicht vorher mit den Frauen? So, so klang es gerade am Anfang. Nein, also ich beschließe das so für mich und für ihn. Ah ja, das heißt, du kriegst da auch kein Geld für? Nein, um Gottes Willen. Aber das wäre doch mal eine Idee, wäre das nicht eine Geschäftsidee? Ich habe das letztens auch schon mit ihm so spaßeshalber besprochen, habe ich gesagt, ich verlange jetzt immer 50 Euro. Genau, genau. 50 Euro, du annoncierst es oder stellst es ins Internet und pro Stunde 50 Euro für meinen Mann. Ja, würde sich lohnen, auf jeden Fall. Also kann ich nur sagen. Also dein Mann ist begehrt? Ja. Ja. Mir ist sogar letztens aufgefallen, dass ich eigentlich ziemlich blöd bin, dass ich das mache. Warum? Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber der hat ein richtig gutes Teil.
Ja, gut, das weiß ich natürlich schon länger, aber mir ist das natürlich jetzt mal so im Nachhinein aufgefallen. So. Ja gut, du hast ja auch deinen Nutzen nach wie vor davon. Ja, natürlich. Aber ist es, ich habe es ja auch so verstanden, dass es auch so einen gewissen Thrill für dich auch ist und ja, für euch das zu machen. Das ist letztendlich ein Spiel, das Ganze ist. Das ist ein Spiel auf jeden Fall. Und gar nicht so, todernst gemeint, das Ganze. Nein, ja, nein, das ist natürlich ein Spiel. Also wenn ich keinen Spaß dran hätte, dürfte er es auch nicht machen, ganz klar. Natürlich. Kannst du dich denn auch schon mal zurückziehen mit einem anderen Mann? Ich könnte es sicherlich. Ich habe aber an Männern eher weniger Interesse. Ich habe meinen Mann, der reicht mir voll und ganz. Mit einer Frau habe ich mich auch schon mal alleine zurückgezogen. Ah ja, und das ist für ihn auch okay. Ja, ja, auf so, jeden Fall. Das passiert natürlich hinter fest verschlossenen Türen. Ja. Du hast gerade eine Andeutung gemacht, da gibt es Kinderfotos, ihr habt Kinder? Nein, also wir nicht. Wir reden jetzt zum Beispiel, wenn wir zum anderen Pärchen gehen. Ach so, oder so. Ach so. Da ist das relativ häufig. Wie lange seid ihr beiden Hübschen schon zusammen? Fast 14 Jahre. 14 Jahre? Ja. Eine Jugendliebe? Auf jeden Fall, kann man ja so sagen. Ist er auch so in deinem Alter ungefähr? Ja, er ist 5 Jahre älter als ich. Ja. Wer weiß denn von euren Spielchen, die ihr da so treibt? Meine beste Freundin und meine Mutter. Ach, die Mutter weiß es. Ja, meine Eltern sind damals selber im Zirkus. Ach, die sind auch übel. Das, aber nur die Mutter weiß es, der Vater weiß es nicht. Ich glaube, der weiß es auch, aber bin mir da momentan nicht ganz sicher. Also ist es nicht mehr so ganz, ganz geheim? Nein, aber seine Familie weiß nichts davon und sonst haben wir auch keine Freunde, die davon was wissen. Und die anderen Freunde und seine Familie, die würden vom Glauben abfallen, wenn die das erfahren würden? Höchstwahrscheinlich. Also es ist doch schon immer noch eine Sache, erzähl mal jemandem, dass du irgendwo hingehst, um zu poppen, dich nackt ausziehst, an die Bar setzt und wenn es dir gerade gefällt, auch an der Bar vögelst. Also, ja, wobei heutzutage hört man so viel von solchen Geschichten, das haut einen ja nicht mehr so um wie vor, weiß ich jetzt, 10, 15, 20 Jahren. Sicherlich, aber es ist trotzdem immer noch... Immer noch, ja klar, ja natürlich. Wie viele Jahre wart ihr zusammen, als ihr zum ersten Mal gesagt habt, wir müssen mal was Neues machen, wir gehen in den Club? Na, wir machen das jetzt seit genau 10 Jahren. Doch, so lange schon? Ja. Ja. Und hast du denn, viele sagen ja, das zerstört eine Ehe oder das ist so abgefuckt, die ganze Geschichte. Hast du den Eindruck, dass es eurem Sexualleben schadet? Auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Es gibt sicherlich, davon haben wir auch selber Bekanntschaften gemacht, die Leute, die jetzt, sag ich mal, also wir haben ja relativ jung angefangen. Mhm. Und wenn wir Leute sehen, die 40 aufwärts sind, dann ist es meistens so, die haben früh geheiratet, früh Kinder gekriegt, Kinder sind jetzt aus dem Haus und jetzt müssen wir die Ehe retten, also gehen wir in den Swingerclub. Und kann man mit einem Swingerclub eine Ehe retten? Auf gar keinen Fall, damit machst du alles kaputt. Ja. Und das ist total wichtig und das ist das Allerwichtigste, dass man sich an Absprachen hält. Mhm. Und sonst klappt das nicht. Ja. Und Vertrauen. Tiefes Vertrauen. Anders geht's nicht. Was glaubst du denn, wie würdest du es formulieren? Was ist der Vorteil, wenn man in einen Swingerclub geht als Paar? Den Spaß, den man haben kann. Also man kann Sex und Wellness und einen gemütlichen Lounge-Abend irgendwie verbinden. Wenn ich selber keine Lust habe und sage, okay, mach mal mit einer anderen, habe ich natürlich auch was von. Man muss natürlich dann auch eine gewisse Offenheit haben und nicht zu hysterisch eifersüchtig sein, dann geht es nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Eifersucht hat da nichts zu suchen. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe das noch nicht erlebt, ich habe da keine Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man lange zusammen ist und das vielleicht auch so ein bisschen eingefahren ist, alles, die Sexualität, dass auch so ein bisschen frischer Wind dann reinkommt durch solche Dinge, auf die jeden da passieren. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ganz klar, es kommt natürlich immer darauf an, wie offen man ist. Mhm. Nun kann es aber auch passieren, dass man sich im Club verliebt, oder? Das ist ein absolutes No-Go. Also Liebe hat da nichts zu suchen. Ja, aber da kann man ja oftmals nichts machen, wenn es denn passiert. Ja gut, aber da sage ich mir, wie dämlich ist der Mensch, egal ob Mann oder Frau. Ich meine, da kannst du auch zum Bäcker gehen und dich stimmt, in den Bäcker verlieben. In die Bäckereifachverkäuferin kann man sich auch verlieben. Genau. Da gibt es auch sehr nette Frauen. Ja, aber das ist völliger Blödsinn. Also ja. das ist rein Sex, Punkt. So, die Jacqueline, die ihren Mann ab und zu vergibt und vielleicht noch eine Geschäftsidee demnächst hat, ihn richtig zu vermieten. Danke für deinen Anruf, Jacqueline. Okay. Alles Gute und schönen Gruß danke dir, Domian. Und schönen Gruß an deinen Partner. Richtig aus, danke. Ja. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 hinter verschlossenen Türen. Was passiert bei euch hinter verschlossenen Türen? Was habt ihr hinter verschlossenen Türen schon gemacht? Das können Dinge sein, für die ihr euch schämt.
Es können auch Dinge sein, die euch Angst machen. Es können auch Gewaltvorkommnisse sein. Es können aber auch Sachen sein, die vielleicht relativ harmlos sind, peinliche Vorlieben, über die ihr auch nicht so gerne sprecht, aber vielleicht hier heute Abend doch ein bisschen sprechen wollte. 0800 220 50 50 und hier ist Sabrina und André, beide 30 Jahre. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Nee, Domian, ich muss dich berichtigen, mein Mann ist 39. Ja, aber kann ich denn mit euch gleichzeitig reden? Nee, das geht leider nicht. Ich habe keine Freisprechfunktion am Telefon. Das heißt, der Hörer, du musst mir den Hörer dann nachher gleich zu André rüberreichen. Ja, mache ich. Aber ist aber schön, dass ich diesmal sprechen kann. Ja, und dann reden wir beide erstmal, liebe Sabrina, zum Thema verschlossene Türen. Was passiert bei euch? Also, es gibt zwei Sachen, auf die mir stehen. Ich muss mich entschuldigen, bin ein bisschen erkältet. Macht nichts. Eine raue Frauenstimme ist immer gut. Nee, wir stehen also beide auf Feeding. Und ich mag auch, wenn mein Mann die absolute Kontrolle bei mich hat. Auf was steht ihr? Feeding? Feeding. Was ist das? Das heißt Mästen. Mästen? Ja, dass man sich gern dick futtert. Ach, das heißt, du bist eine mollige Frau? Ja, genau. Ich habe knapp 110 Kilo. Und du lässt dich von deinem Mann mästen? Ja, genau. Alles auf rein freiwilliger Basis und nicht so, dass es gesundheitlich irgendwelche Schäden nimmt. Wie lange seid ihr zusammen? Zusammen sind wir 4 Jahre und verheiratet sind wir 2 Jahre und 5 Monate. Vor 4 Jahren, wie viel hast du da gewogen? Och, da habe ich knapp 100 gewogen, aber das hält sich jetzt so in Grenzen. Das schwankt immer so zwischen 100 und 110. Also warst du vorher auch schon so ein bisschen molliger? Genau. Wie mästet dein Mann dich denn? Ach, das gibt immer gutes Essen. Kocht er denn dann für dich? Ja, er kocht für mich. Ich habe mit Kochen nichts am Hut. Also er kocht. Es gibt gutes Essen. Genau. Also Hauptessen. Nun gibt es ja verschiedene Dinge, wo man jemanden noch mit mästen kann. Was macht er noch? Buttercremetorte? Ja, die darf ich auch alle essen. Aber natürlich so nur so, dass es mir dementsprechend schlecht wird, dass ich mich bald übergebe. Also so doll nun auch nicht. Aber ab und zu mal ein Pralinchen wird er dir doch sicher hinschieben, oder? Ja, genau. So wie, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Darfst du. Werbetechnik. Ja, raus damit. Ja, Duplo, KitKat. Sowas wird gerne dann zwischendurch mal genascht. Genau, Chips. Ja. Jetzt muss ich mal eben den André bitte bekommen. Sabrina, wir reden gleich weiter. Gibst du mir den André mal bitte? Ja, ich gebe dir mal. Einen Moment bitte. Ja, hi Domian. Hallo André, schön, dass du da bist und dass wir beide auch reden können. Wie viel wiegst du? Ich wiege ungefähr 80 oder 90 Kilo. Achso, also auch nicht gerade eine Bodenstange. Nein. Aber du hast Spaß darin, dass deine Liebste richtig mollig ist. Ja. Warum? Dünnerfrauen kann ich gar nicht abfahren. Die sind so knorrig. ist denn Sabrina mit ihren 110, sagt sie, ne? 110 Kilo? Ja, 110. Wie groß ist denn Sabrina? Moment, muss ich mal fragen. 1,57. Ah, 1,57, dann ist 110 natürlich schon ein Hammer. Ist sie dir mollig genug? Ja, kommt ein paar Kilo noch drauf. Wie viel? Also 150 will ich aufhören, da habe ich keine Lust mehr. 150. Ich habe sie gerade schon gefragt, wie du sie mästest. Wie von deiner Seite jetzt aus, was machst du da alles so? Ja, ich gebe ihr Süßigkeiten, Chips, mache leckeres Essen, wo viel Kalorien drin sind, Eis. Ja. Und hast immer zwischendurch was zur Hand, was du ihr da mal zuschieben kannst? Ja, habe ich immer. Was ist denn so toll an einer sehr dicken Frau? Was macht dich da sexuell an? Die ganze Masse, die sich da bewegt, der Hintern, schön dicken Hintern, nette Oberweite. Da ist was zum Anfassen. Das ist nicht so ein Klappergerüst, das ist gar nichts für dich. Nein. Nee. So, nun klingt das alles sehr witzig und skurril irgendwo auch. Aber das hat ja auch was, eine ernste Seite. Nämlich du gefährdest ja die Gesundheit deiner Frau. Ja, das weiß ich. Aber wenn sie sagt, die möchte nicht mehr, die möchte jetzt abnehmen, dann kriegst du nur noch Rohkostsalat. Ja, Salat, und dann kannst du auch abnehmen. Dann hätte sie ja vielleicht doch Angst, dass sie nicht mehr für dich so attraktiv ist. Ja, bei gewissen Grad kann sie ja dann abnehmen. Also ich meine, wenn sie jetzt 110 hat bei 1,57 Meter
und du sagst, sie könnte gerne noch 150 Kilo wiegen, ist das natürlich auf die Dauer für die Gesundheit die Hölle. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Hört der Spaß auf. Ja. Gut wäre sicherlich, wenn sie erheblich unter 100 wäre. Würdest du sie noch nehmen unter 100? Ich würde sie auch unter 100 nehmen. Also so dick ist die Liebe schon mittlerweile. Ja, sicher. André, gibst du sie mir nochmal, die Sabrina, bitte? Ja, aber sicher doch. Ja. Ja, hi Domian. Ich habe gerade mit André darüber gesprochen, dass die ganze Sache zwar witzig ist, aber auch ernst. Nämlich, dass du deine Gesundheit gefährdest. Was denkst du darüber? Ich habe mir gesagt, wenn die Gesundheit drunter leidet, hör mal sofort mit der, deutsch gesagt, Scheiße auf. Ja, aber die Gesundheit leidet ja vielleicht jetzt schon drunter. Nee, also ich mache regelmäßig auch Blutkontrollen beim Arzt, Gesundheitscheckups, das ist alles in Ordnung. Okay, noch ja, aber das Risiko, schneller krank zu werden, ist natürlich... Ja, das ist mir alles schon bewusst. Er hat gerade gesagt zu mir, 150 wäre sein Traum, so in etwa. Ja, natürlich, wenn ich jetzt nur 50 wiegen würde, würde er mich genauso noch lieben wie vorher. Das fand ich gerade sehr sympathisch. Auch wenn du unter 100 wiegen würdest, würde er dich genauso noch lieben wie jetzt. Ja, genau. Wir lieben uns ja nicht wegen den Kilos, wir lieben uns, weil wir uns lieben. Das ist ein schöner Satz, aber die Kilo spielen natürlich schon eine Rolle. Wie ist es eigentlich umgekehrt? Was ist er denn für dich? Er ist ja nun auch nicht der Schlankste. Stehst du auch so ein bisschen drauf? Ja, sicher. Ich kann mit Klappergerüsten sorry nichts anfangen. Das heißt, ich hätte keine Chance bei dir. Ach, so darfst du das nicht sehen. Wenn du mir sympathisch bist, hast du auch, wenn du noch weniger drauf hast, eine Chance bei mir. Ja, aber, ja, genau. Aber du fütterst ihn nicht gezielt. Nein. Nee, ich mag halt die kleinen Bierbäuche, sagt man immer so. Ja. Aber wenn derjenige sich immer wohlfühlt, kann er auch von mir aus einem Waschbrettbauch rumlaufen. Ja, aber das könnte man dann so gerade eben hinnehmen, ne? Ja, genau. Kinder habt ihr nicht? Nein, wir haben keine Kinder, aber zwei Hunde. Zwei Hunde? Ja, genau. Was gab's denn heute Abend zu futtern? Heute Abend gibt's jetzt gleich noch eine Pizza. Ach, heute Nacht gibt's noch eine Pizza? Ja, genau. Aus dem Backofen oder vom Pizzablitz? Aus dem Backofen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu spät für zu bestellen. Ja, in Großstädten geht das noch, aber fast überall geht es dann nicht mehr. Dann gibt es jetzt noch Pizza bei euch. Ja, genau. Nachts um zwei. Er auch oder nur du? Wir essen beiden noch eine Pizza. Und bestimmt auch noch, wie ich euch kenne, eine leckere Nachspeise, oder? Ja, da gibt es noch Eis bei oder so irgendwas. Das ist ja unfassbar. Und dann, lass uns das mal eben durchspielen. Wie lange schlaft ihr dann? Wann geht ihr ins Bett? Dann so um drei, halb vier? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Und schlaft dann bis wann? Ja, so 1 Uhr. Bis 1 Uhr. Und was gibt es dann zum alles Leckeres zum Frühstück? Ach, Eier, Brot, was es halt normal gibt. Also auch nochmal das volle Programm. Nicht ein bisschen Müsli und Apfelsinensaft, sondern. Nee, Müsli darf ich nicht essen. Da darf ich Allergie gehen. Aber wenn ich auch Säfte trinke, Fruchtsäfte und so weiter, trinke ich auch. Ja. Was machst du vom Beruf, Sabrina? Im Moment liefern wir irgendwo mal Burger aus. Ach, das ist ja lustig, ihr liefert Burger aus. Ja, da seid ihr aber die besten Kunden von dem Geschäft, oder? Nicht unbedingt, also kann ich es auch nicht mal sehen. Aber es wurden wahrscheinlich schon viele gegessen. Ja, wenige waren es nicht, aber geht. Also, ihr beiden Dickerchens, sage ich mal so. Ja. Passt auf eure Gesundheit auf, das ist das Wichtigste. Nicht, dass irgendwann Schlimmes passiert und das nicht mehr rückgängig zu machen geht. Das musst du im Auge haben. Bei allem Spaß, das musst du machen. Ja, Domian, kann ich dich noch was fragen? Gerne. Kannst du für mich und meine Mutter noch ein Autogramm geben? Klar. Du legst bitte auf, ihr legt auf, wir rufen nochmal an wegen der Anschrift, okay? Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bitte, bitte mach weiter so. Schönen Gruß an den André. Dankeschön, schönen Gruß an André. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Mit der Gesundheit wollte sie gar nicht so genau wissen und hören. Naja. 1:41 Uhr, hinter verschlossenen Türen. Jennifer, 25, guten Morgen. Hallo Domian. Jennifer, was passiert bei dir zwischen hinter? Ich gehe seit August nicht mehr nach draußen, also wirklich gar nicht mehr. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann muss ich wirklich mit dem Taxi irgendwo hinfahren, weil ich mich nicht mehr raustraue. Du hast eine Angsterkrankung? Nee, das Problem ist, ich wurde vor einem Jahr am Kiefer operiert, also an der Zähne. Mhm. Es hieß, man sollte mir, weil ich 2007 magersüchtig war, Füllungen unter Narkose machen, weil ich Angst hatte. Mhm. Und dann habe ich aber Narkosekosten, sollte ich selber tragen, weil das ja eine Eigenleistung der Krankenkasse war.
sollte die selber bezahlen von 600 Euro und hatte die damals nicht, weil ich ja Hartz-IV-Empfängerin war. Ja. Und musste daraufhin leider zum anderen Zahnarzt, der meinte, so eine wie ich, also hat er zu seiner Kollegin gesagt, bräuchte keine Zähne mehr. Und hat einfach mal alles gezogen, bis auf 3 Zähne, die er eigentlich mitziehen wollte. Aber der Chirurg mich noch gefragt hat, ob ich mir sicher bin, dass das gemacht werden muss. Ja. Und jetzt weiß ich momentan keinen Ausweg mehr, weil ich möchte eigentlich gerne nach draußen. Nur die Angst, die hat mich mehr im Griff als alles andere. Vor was hast du konkret Angst? Ich weiß, ich kriege Schweißausbrüche, Angst, Panikattacken. Wie sieht denn dein Mund im Moment aus? Ja, ich habe keine Zähne mehr drin. Also die Prothesen, die ich damals gekriegt hatte, die hat jetzt ein Gutachter festgestellt, dass die 5 Nummern zu groß waren. Mhm. Und jetzt hat man nach einem Jahr, ich habe jeden Tag Zahnschmerzen gehabt, ein ganzes Jahr lang. Ich habe wieder zu meinem alten Zahnarzt dann hingewechselt. Mhm. Und der hat festgestellt, hinten im Kiefer wurde Nerv vergessen. Mhm. Der hat meine Zahnärztin dann auch per OP am 10. Januar versucht rauszuziehen. Der ist aber so im Kiefer verwachsen, dass man mir ein Stück jetzt auch noch vom Kiefer entfernen muss. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Das heißt, du bist irgendwie geschockt oder etwas traumatisiert durch diese Zahnarztgeschichte. Ja. Und hast deshalb Angst rauszugehen. Ja, ich habe auch letztes Jahr im August einen Selbstmordversuch hinter mir gehabt deswegen. Weil ich konnte gar nicht mehr, also es ging gar nicht. Hattest du denn früher auch so eine Art Zahnarztphobie? Ja, als Kind schon, weil ich Milchzähne gezogen wurden und dann habe ich auch Angst gehabt immer. Mhm. Also ich war schon immer ängstlich eigentlich. Das heißt, du warst auch früher nicht so oft dann beim Zahnarzt aus Angst, wegen deiner Angst. Genau, aber ich bin regelmäßig hingegangen, aber ich habe halt Angst gehabt. Und dann passiert dir so ein grauenhafter Vorfall, wie du ihn gerade geschildert hast. Ja, genau. Und das hat so einen Schock ausgelöst, dass du völlig durcheinander jetzt bist. Also so könnte man das nennen, ja. Es ist nicht die Scham, dass du aus Scham nicht rausgehst, weil du keine Zähne hast. Nee, ich habe wenn ich mal dann beim Arzt saß oder so, habe ich mich dann auch mit Leuten unterhalten oder mit der Arzthelferin und die hat das dann auch gesehen. Und ich habe dann ja auch die Unterlagen damit hingebracht, dass sie mir das wirklich glauben, weil man wollte mir das partout nicht glauben. Interessanterweise höre ich das gar nicht, dass du keine Zähne hast. Nee, ich habe das Sprechen wirklich sehr gut gelernt. Das hast du geschickt gemacht. Ja. Du sagst, du bist seit August überhaupt nicht mehr draußen gewesen oder doch nochmal beim Zahnarzt? Also zum Zahnarzt gehe ich ja jetzt regelmäßig hin, durch die Zahnschmerzen natürlich. Ja. Und ich gehe da auch regelmäßig hin, aber ich muss dann immer, also die wissen genau, wenn ich komme, brauche ich wirklich eine Stunde. Dann muss ich eine Tüte mitnehmen, falls ich mich übergeben muss. Dann muss ich vorher Womax nehmen, also alles mögliche erstmal einschmeißen gegen Übelkeit. Ja, ja. Und das ist aber kein Leben mehr. Also ich finde es für mich, das ist, weiß ich nicht. Nochmal zu den Zähnen. Besteht denn die Hoffnung jetzt, wo du bei dem Zahnarzt, bei dem du jetzt bist, zu dem hast du Vertrauen? Ja, also das ist eine Zahnärztin. Und die wird dir auch den Mund wieder aufbauen. Du wirst ja, also die Zähne sind ja schon fertig. Nur der Zahnnerv hinten, der macht so Probleme, der muss aus dem Kiefer erst raus. Ah, der kann ich meine Prothesen nicht bekommen. Aber dann kriegst du irgendwann ein ganz tolles Gebiss und hast deine Zähne wieder da. Genau, ja. Dennoch wird die Angst wahrscheinlich immer noch bleiben, rauszugehen. Ja, ich habe auch eine Traumatherapeutin jetzt ja gefunden. Ich war schon einmal da 4 Stunden lang. Mhm. Nur das ist das Problem, ich muss die Kosten selber tragen. Sie lässt sich zwar auf Ratenzahlung ein, aber ich sag mal, ich kann es auch nicht. Ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich kann ja gar nicht arbeiten. Nee, das geht natürlich nicht. Also momentan, ich bin in alles so gefangen irgendwie. Und das heißt im Prinzip, um auf unser Thema zurückzukommen, du sitzt fast die ganze Zeit zu Hause und traust dich nicht vor die Tür. Also ich sitze nur vor der Tür. Ich liege den ganzen Tag nur noch im Bett. Und ja, ich kriege momentan eigentlich eine Krankheit nach der anderen. Ich bin nierenerkrankt geworden jetzt dadurch, noch schlimmer. Also ich war schon durch die Magersucht nierenerkrankt. Bekomme jetzt wieder Steine. Die eine Niere möchte nicht mehr arbeiten. Mensch. Letzte Woche hat man mir die Galle entfernt durch die ungesunde Ernährung, weil ich mich nur satt trinke. Essen tue ich kaum. Aber dann warst du doch im Krankenhaus, wenn die Galle entfernt wurde. Ich war im Krankenhaus, aber ich habe starke, also gegen Depression Tabletten bekommen. Wie lange warst du denn im Krankenhaus? Im Krankenhaus nur 3 Tage. Danach haben die mich auch gleich wieder nach Hause geschickt. Achso, ja, das geht relativ schnell heutzutage. Genau, mit ja. Galle. Das heißt, der Krankenhausaufenthalt muss für dich doch auch sehr schlimm gewesen das sein. Das war, ich habe nur geweint. Mhm. Ich sag nochmal, du bist erst 25 Jahre alt, ja. Was ich alles höre. Wie sieht dein Umfeld aus? Also, zum Beispiel hast du Kontakt zu deinen Eltern? Ganz ehrlich, nein, gar nicht mehr. Warum?
Ja, ich bin im Kinderheim groß geworden. Vielleicht so. Hat das damit, ja. Ach so. Da ist gar kein enger Kontakt. Nee, gar nicht. Also ich bin wirklich von morgens bis abends nur über Facebook online. Wer ist denn dein nächster Mensch, den du um dich nur herum... Nur noch mein Freund. Ich habe sonst gar keinen mehr. Aber immerhin, du hast einen Freund. Genau. Und der ist aber auch schon genervt von mir, muss ich sagen. Mhm. Weil der muss alles für mich erledigen. Der muss einkaufen gehen. Der macht alles für mich. Wie lange ist der denn schon dein Freund? Ja, seit 2007. Achso, dann seid ihr schon ein gutes, eingespieltes Paar. Ja, aber er ist immer halt genervt von mir. Und ich bin auch extrem eifersüchtig, das wird immer schlimmer mit mir. Mhm. Hängt natürlich alles irgendwie zusammen. Ja, genau. Das heißt, du musst in eine gute psychotherapeutische Behandlung nichts mit selbst bezahlen, das muss von der Kasse übernommen werden. Ja, nur das Problem ist, ich muss überall bis zu einem Jahr warten und ich kann ja nicht noch mein Jahr zu Hause bleiben, das geht ja gar nicht. Und die beim Arbeitsamt, die laden mich immer wieder ein, dann rufe ich beim Hausarzt an, sage, ich muss mich krank schreiben lassen, die wissen das als Einzigste, dass ich diese Angst, Panikattacken habe. Mhm. Die beim Arbeitsamt wissen gar nicht, was passiert ist und ich traue mich denen das auch nicht zu sagen. Ah. Ich bin kurz davor, eine Sperre zu kriegen. Ah, ich merke, es wird immer komplizierter alles. Ja. Es ballt sich immer mehr auf, genau. Staut sich alles immer mehr auf. Pass auf, Jennifer, mein Psychologe hat das mitgehört, das Gespräch. Ja. Das ist der Henning, der wird dich jetzt zurückrufen und okay. Er soll mal überlegen und ihr sollt gemeinsam beraten, ob es da nicht doch noch eine Lösung gibt, dass du schneller zu einem Therapeuten kannst, den du nicht bezahlen musst. Ja, das wäre super. Denn du musst ja aus diesem Teufelskreis da raus. Genau. Das wird ja immer schlimmer und irgendwann kracht das Ganze über dir zusammen. Ja, und das habe ich ja letztes Jahr im August gehabt und dann saß ich in der Psychiatrie und hatte einen Selbstmordversuch hinter mir gehabt. So, und das darf nicht wieder passieren? Nee, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Gut, Jennifer, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von dem Henning gleich zurückgerufen. Ja, ist in Ordnung. Viel Glück wünsche ich dir. Darf ich noch mal kurz was sagen? Klar. Wenn noch irgendwie Mädchen oder so oder Frauen da sind, die auch unter Angstzuständen leiden, sollen die sich über Facebook oder so melden? Dann würden wir den Kontakt herstellen. Genau, das wäre super. Sehr gut, Jennifer. Danke. Alles Gute, viel Glück. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heißt Hinter verschlossenen Türen. Und zu diesem Thema hat auch angerufen, 54 Jahre alt, Doris. Hallo Doris. Ja, hallo Domian. Hallo Doris. Ist ja schön, dass ich dich kriege. Ja. Ich habe letzte Woche schon mal versucht, aber und da jetzt, bin ich nicht durchgekommen, aber jetzt hat es geklappt. Ja, so, freue ich mich riesig. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst hinter verschlossenen Türen. Ja, als erstes würde ich dir gerne sagen, die Geschichte von Manfred hat mich sehr berührt und ich würde gerne die Hundesteuer für ein Jahr übernehmen für ihn. Ja. Wenn er sich einen Hund leisten möchte. Das ist ein schönes Angebot und dann würden wir euch auch zusammenschließen. Ja. Dann könnt ihr das untereinander ausmachen. Ja, gerne. Nettes Angebot. Hinter verschlossenen Türen ist bei mir, ich bin seit 11 Jahren, da habe ich bipolare Störungen, auf gut Deutsch manisch-depressiv. Seit 11 Jahren. Mhm. Und seit 10 Tagen fühle ich mich wieder wie ein normaler Mensch. Hast du das besonders gemacht? Ja, die Medikamente sind jetzt sehr gut eingestellt. Ich bin im Krankenhaus schon seit 2008, schon ein bisschen eher, also 2008 bin ich in der geschlossenen Abteilung gewesen, im Alexanderkrankenhaus in Krefeld. Mhm. Und da bin ich eingeliefert worden, weil ich mit meiner Neurologin vorher gesprochen habe, wenn ich wirklich total abgedreht bin, ob es jetzt depressiv ist oder stark manisch, dass sie dann... Ich schlage mir eben kurz vor, sonst wir erklären das mal. Manisch-depressiv heißt, dass man extreme Hochphasen hat, wo man euphorisch ist, ja, wo alles... Kaufrausch habe ich dann. Man redet viel, man ist gut drauf und so weiter. Und dann stürzen die Patienten ab in ein absolutes Tief und Depressionen und Finster und Melancholie und so weiter. Alles ganz schlimm. Suizidal depressiv war ich. Ah, also ganz, ganz schlimm sogar. Ganz, ganz schlimm. Und diese Phasen wechseln. Die war auch ganz, ganz schlimm. Und deshalb bin ich eingeliefert worden in die Klinik, weil ich vorher mit meiner sehr guten Neurologin hier am Ort abgesprochen habe, wenn sowas passiert und ich kann es selber nicht erkennen, soll sie mich einliefern lassen in die Klinik. Woher bist du sicher, dass du jetzt, du wirkst ja jetzt auch sehr, sehr freudig und fröhlich, dass du nicht jetzt wieder in einer manischen Phase bist? Woher weißt du das? Ganz einfach, weil ich heute noch in dem Krankenhaus war, in dem Alexanderkrankenhaus in Krefeld, habe mit dem Chefarzt Kontakt und er mich eigentlich so jeden zweiten, dritten Tag überprüft und gleichzeitig bin ich auch noch bei einer
Neurologin, Psychologin, die auch vom Alexander Krankenhaus stammt. Da kann ich mit Überweisung hingehen. Ja, und mit der stehe ich auch jeden Tag in Kontakt, entweder telefonisch oder per Mail. Also die diagnostizieren das so, dass das jetzt ein guter, gesunder Zustand ist, in dem du dich befindest. Ja. Und das ist aufgrund eines bestimmten Medikamentes. Ja, und das ist nicht zugelassen für meine Erkrankung, weil es gibt zu wenig Erkrankte in Deutschland und dann gibt es keine... aber es gibt doch ganz viele Menschen, die diese Erkrankung haben. Ja, aber trotzdem sind es zu wenig, als dass eine klinische Studie darüber gemacht wird. Du musst also in Deutschland, wenn du ein Medikament für ein bestimmtes Krankheitsbild haben willst, musst du 10 Jahre da klinische Studien gehabt haben. Nö. Und dafür sind wir manisch-depressiven einfach zu wenig. Du heißt ja unser Thema hinter verschlossenen Türen. Ja, ich war 2008 drei Tage in der geschlossenen Abteilung, Station in diesem Krankenhaus, weil ich eben fürchterlich eine Hochphase hatte. Ich habe 8.000 Euro im Monat ausgegeben. 8.000 Euro im Monat? Ja. Hattest du so viel Geld zur Verfügung? Ja, ich hatte mit meinem Mann zusammen ein Ingenieurbüro, wir waren selbstständig und 8.000 Euro konnte ich gut drüber verfügen, ja. Und dann bist du in die Klinik eingewiesen worden, weil du zu euphorisch warst und zu... Richtig. Wer hat dich eingewiesen? Die Neurologin, die ich seit 2002 habe. Warst du denn einsichtig? Ich könnte mir vorstellen, dass man dann sagt, nein, ich brauche gar nicht in eine Klinik. Ganz genau. Das war der Grund, warum ich in die geschlossene Abteilung gekommen bin, weil die erstmal überprüfen wollten, inwieweit ich für mich selber sorgen kann oder mich selber gefährden oder auch andere gefährden Aber würde. Aber bist du denn freiwillig in diese geschlossene dann gegangen? Nee. Nee. Und wie gesagt, ich hatte vorher mit der Neurologin einen Vertrag abgeschlossen, wenn ich wirklich so dolle drauf bin, entweder suizidal, depressiv oder manisch, dann soll sie... Hatte sie eine Vollmacht quasi? Die hatte eine Vollmacht, die hat die Polizei zu mir geschickt. Ich bin nachts um 2 oder 3 Uhr dann per Rettungswagen plus Polizei ins Krankenhaus gekommen. Hast du dich gewehrt? Nein. Nee. Nein, überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, als ich in der Geschlossenen war, so schlimm wie sich das jetzt anhört, da ist so eine Last von meinen Schultern gefallen, weil ich gedacht habe, boah, endlich kümmert sich jemand um mich. Ne? Aber wenn du 11 Jahre so ein Horror hinter dir hast, dieses Auf und Ab, dann muss das jetzt, wie lange wirkt dieses Medikament jetzt schon, das neue? 10 Tage. 10 Tage. Mhm. Und ich bin wie ein neuer Mensch. Es ist also ganz Wahnsinn. Also und es könnte sein, meine Neurologin, die mir jetzt dieses Medikament aufgeschrieben hat, die muss sich jetzt auch noch rechtfertigen vor der Krankenkasse, warum ich als manisch-depressive so ein teures Medikament bekommen soll. Ja, so geht das dann natürlich. Verstehe. Ja, Erzähl mir doch etwas aus den depressiven Phasen. Was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Depressive Phasen, die sind so schlimm gewesen, dass ich eigentlich Tag und Nacht nicht aus dem Bett gekommen bin, außer wenn ich zur Toilette musste. Mhm. Decke bis zur Nase hochgezogen. Was macht man denn im Bett? Kann man schlafen dann? Man kann ganz viel schlafen. Ja. Das schon. Aber zum Beispiel war es mir zu anstrengend, ans Telefon zu gehen. Wenn ich merkte, also meine Mama ist 93, meine Schwester und mein Schwager, die kümmern sich um mich. Wenn die angerufen haben, ich habe es gesehen, aha, die ruft jetzt an, ich war zu schwach, um ans Telefon gar nicht rein oder zu, es war dir zu lästig vielleicht auch. Ja, ich konnte es nicht. Wie lange dauerten diese ich nenne sie mal schwarze und finsteren Phasen an? Das war 2008, als ich in die Geschossene gekommen bin, alle 4 Wochen. Alle 4 Wochen? Wechselnd. Also 4 Wochen tief, 4 Wochen hoch? Ja, und zwar innerhalb von einer Stunde wechselnd. Es nennt sich Rapid Cycling und ist super anstrengend für den Körper auch. Könnte ich mir auch super anstrengend für einen Partner vorstellen, mit dem man zusammen ist. Der ist dann auch gegangen, ja. Mit den Worten, wenn du wieder normal bist, komme ich wieder. Und meinst du, er kommt jetzt wieder? Du, ich bin froh, dass er nicht wiederkommt. Der ist verheiratet und ich habe da, als er mir das so gesagt hat, habe ich angefangen zu weinen und habe gesagt, weißt du was, ich habe mir die Erkrankung nicht ausgesucht. Mhm. Er hat mir 3 Monate bevor gegangen ist, hat er gesagt, ich wäre eine ganz starke Persönlichkeit. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich noch lebe überhaupt. Mhm. Weil eben mein starkes Ego sich durchgesetzt hat.
11 Jahre hast du die Erkrankung, du bist jetzt 54. Das heißt, du hast viele, viele Jahrzehnte diese Erkrankung nicht gehabt. Hast du eine Ahnung, warum die ausgelöst oder wie die ausgelöst wurde damals? Ja, ganz klar. Überbelastung ist das. Es ist eine genetische Veranlagung, die also irgendwo aus meiner Verwandtschaft herkommt. Aber die Überlastung war einfach, weil, wie gesagt, Ingenieurbüro habe ich Innendienst gemacht, mein Mann Außendienst. Mhm. Gleichzeitig habe ich ein Familienhaus, 3 Kinder, 2 Hunde, Haus, Garten, alles alleine versorgt. Ach, das heißt, es gibt da auch Kinder. Du hast 3 Kinder, ja. Ja, die sind, wie alt sind die jetzt? Die 2 Großen, die sind 29 und 27, die sind dann gleichzeitig mit dem Vater ausgezogen. Da waren die so gerade erwachsen. Mhm. Und die Kleine, die war 9, als mein damaliger Mann ausgezogen ist. Und er hat so lange gewartet, bis er die auch kriegen konnte, per Gerichtsbeschluss. Das heißt, die Neue hat das schon heftig mitgekriegt, die Erkrankung der Mutter. Ja, ja, aber wir haben da ziemlich locker gesehen. Wir haben am Frühstückstisch gesessen und haben überlegt, wie bin ich denn jetzt drauf? Weil es gibt so eine Skala von minus 10 bis plus 10. Mhm. Und dann haben wir beim Frühstück immer gesagt, was meinst du denn? Wie bin ich denn heute drauf? Ne? Und wir haben immer die gleiche Zahl gehabt. Also ich kann das sehr gut einschätzen, auch durch die langen Psychotherapien habe ich das jetzt einschätzen gelernt. Aber meine kleine Tochter, wie gesagt, mit 19, die konnte das genauso. Wahnsinn. Wie ein Seismograf. Ja, ja. Nochmal eine Frage zu den manischen Phasen. Du sagst, du hattest einen Kaufrausch, du hast wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Was hast du noch gemacht? Ich habe zum Beispiel, wenn ich mich unterhalten habe, habe ich den Eindruck gehabt, ich kann die Gedanken von den anderen Leuten schon erkennen und bin denen ins Wort gefallen. Mhm. Ich konnte also überhaupt nicht abwarten, bis die mir geantwortet haben, sondern habe drauf losgeredet. Ich habe zum Beispiel da in der ganz schlimmen Phase 2008 hatte ich den Eindruck, weil ich da die Chefarztbehandlung hatte, dass ich jetzt unbedingt am Wochenende ein Seminar für Chefärzte geben müsste, so im Bereich Herzchirurgie. Kann ich überhaupt nicht. Ich bin Ingenieur von Beruf. Ne? Also eine aber völlige Überschätzung der eigenen Person auch. Ja, völlig. Ja. Mensch, das heißt, du hast jetzt die Hoffnung, dass du vielleicht jetzt endlich wieder ein gesundes, normales Leben wirst führen können? Nein, Hoffnung habe ich insofern nicht, weil ich im Moment, also 2008 war das alle 4 Wochen wechselnd, manisch und depressiv, und jetzt habe ich einen Abstand von 3 Monaten. Das heißt, ich bin diesen Monat, nächsten Monat noch gut eingestellt, und alles, was ich jetzt an Medikamenten bekomme gegen die manische Phase, ist aber Gift für die Depression. Ach so, ich verstehe. Das heißt, ich muss dann wieder komplett neu eingestellt werden. Ich dachte, das wäre so ein Wundermittel, dass du beide Phasen gut bedienen kann. Ach so. Nee, das ach so. Ist praktisch Gift für die andere Phase. Ich verstehe. Und daher bin ich heute mit dem Chefarzt übereingekommen. Also ich werde nächste Woche nochmal mit ihm telefonisch Kontakt aufnehmen, damit er einfach den Punkt, oder ich den Punkt nicht verpasse, wo ich darf den Punkt jetzt auch nicht verpassen. Die Sendung ist vorbei, Doris. Schön, dass wir haben reden können. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück weiterhin. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Wir sehen und hören uns morgen wieder mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, bis dahin, ciao.